Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Kameradinnen, liebe Kameraden, in diesen Tagen beschäftigen wir uns alle einen Großteil unserer Zeit mit dem Thema Corona. Wir haben hier in der Einsatzleitung der Feuerwehr und in der Pressestelle sehr viele Fragen entgegengenommen und möchten heute einmal auf die Fragen zum Thema Kontakt und Übertragung von Coronaviren hier länger eingehen, um einfach allen eine gewisse Sicherheit mit an die Hand zu geben. Wo habe ich mich infiziert? Kann ich mich überhaupt infiziert haben? Und was bedeuten die verschiedenen Kontaktgruppen? In diesem Beispiel ist die rote Person der infizierte Patient, wo vielleicht das Ergebnis erst viel später klar wird. Sobald das Testergebnis klar wird, werden die Menschen kontaktiert und ausfindig gemacht, die einen direkten Kategorie 1 Kontakt hatten. In diesem Fall zum Beispiel der blau dargestellte Mitarbeiter aus dem Einsatzdienst. Für die grün dargestellten Mitarbeiter, zum Beispiel an der Wache, die überhaupt keinen direkten Kontakt zum Infizierten hatten, ergeben sich keine weiteren Konsequenzen. Der blau dargestellte Mitarbeiter wird in die häusliche Quarantäne geschickt mit der Auflage, ein Tagebuch zu führen, um zum Beispiel Temperatur zu dokumentieren oder einfach sein Krankheitsgefühl aufzuschreiben, wenn sich dann eins entwickelt. In diesem Beispiel sehen wir eine Kontaktperson der Kategorie 2. Es kommt vielleicht erst hinterher raus, dass jemand positiv getestet wird, vielleicht sogar zum Beispiel ein Geschäftszimmermitarbeiter. Und ich weiß hinterher, als hier blau dargestellte Person, ich war kurz im gleichen Raum, hatte einen größeren Abstand, habe mich nicht lange mit der Person unterhalten und mache mir jetzt Sorgen, dass ich vielleicht die Infektion nach Hause getragen haben könnte. Dafür gibt es aktuell überhaupt keinen Anhaltspunkt. Durch diesen distanzierten Kontakt gibt es keine Möglichkeit, die Infektion weiterzutragen, zum Beispiel nach Hause. Es ergeben sich keine Maßnahmen für mich oder für meine Angehörigen zu Hause, keine Quarantäne, kein Tagebuch, was geführt werden muss. Hier sehen wir der Vollständigkeit halber nochmal einen Kontakt der Kategorie 3. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen, aus dem Einsatzdienst, die mit einer korrekt angelegten persönlichen Schutzausrüstung Kontakt zu einem infizierten Patienten hatten, werden als Kategorie 3 Kontakte bezeichnet. Hieraus ergeben sich keine weiteren Maßnahmen für die Einsatzkräfte. Wir befinden uns hier in einem hochdynamischen Prozess, bei dem wir an dieser Stelle gar nicht alle Fallkonstellationen darstellen können. Empfehlungen ändern sich und es gibt viele Einzelfälle, die wir individuell prüfen und wofür verschiedene Beratungsangebote eingerichtet haben. Wir sind gemeinsam gefordert, in dieser Situation die aktuellen Empfehlungen umzusetzen, unsere Prozesse anzupassen, um für alle Beteiligten die größtmögliche Sicherheit gewährleisten zu können.